Hey Leute, heute möchte ich in diesem Video mal über eine Sache mit euch sprechen, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar möchte ich euch heute einfach mal kurz mit zu uns ins Büro nehmen, weil der eine oder andere von euch verfolgt mich jetzt vielleicht nicht erst seit gestern, ja, sonst jetzt vielleicht schon seit vielen Monaten, vielleicht sogar schon seit Jahren dabei. Und ich will euch einfach mal updaten, was sich bei uns hier mittlerweile so getan hat, weil sich natürlich einfach in der letzten Zeit, in den letzten Monaten und Jahren noch einfach sehr, sehr viel geändert hat. Ja, ihr seht, wir sind mittlerweile hier in unserem eigenen Büro in Düsseldorf. Maxi hinter der Kamera ist eine unserer neuen Mitarbeiterinnen. Viele von euch kennen mich vielleicht noch von früher, sag ich mal, wo ich meine Videos an meinem eigenen Schreibtisch gemacht habe. Da war ich ja damals einfach, wie soll ich sagen, ja, ich war selbst Schüler, habe dann nach meinem Abi, nachdem ich das eben auch mit 1,0 in Abiturprüfungen abgelegt habe, habe ich dann einfach selbst meine Tipps weitergeben wollen, wie ich es geschafft habe, wie man anderen Schülern weiterhelfen kann. Und am Anfang war mein Fokus einfach nur darauf, einfach das, was ich erfahren habe, ja, irgendwie sinnvoll weitergeben zu können. Und dann war es für mich einfach so, dass ich dann auf YouTube angefangen habe. Dann wollte ich einfach auch auf YouTube, möglichst viel Reichweite erreichen. Ja, mir ging es einfach darum, auf YouTube möglichst geile Videos zu machen, um dann eben wirklich auch, einfach möglichst viele Menschen zu erreichen. Ja, und jetzt habe ich mittlerweile auch eine Sache verstanden. Und zwar ist es auf der einen Seite schon mal cool, YouTube-Videos zu drehen. Und da habe ich ja auch schon in den letzten Monaten und Jahren einfach so viel positives Feedback bekommen und bin euch da auch einfach super, super dankbar. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, so, du kannst zwar super viele Menschen gut weiterhelfen, indem du Videos drehst, du kannst aber auch wenige Menschen sehr gut weiterhelfen, wenn du sie eben intensiv betreust. Und deswegen war es mir immer wichtig, dass der YouTube-Kanal richtig, richtig gut ist, und habe dann aber gemerkt, hey, es gibt einfach ein paar Menschen, die wollen sich so intensiv einfach auch weiterentwickeln, die wollen einfach mehr Betreuung haben als nur ein standardisiertes YouTube-Video, dass es einfach auch Sinn macht, diese Person individuell zu coachen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich, sage ich mal, für mich selbst einfach immer auch diesen Weg eingeschlagen habe, weil ich Coach sein wollte. Ja, viele fragen mich immer, Leo, was machst du nach deinem Studium? Mein Studium ist nebenbei, ist jetzt sogar pausiert. Mein Beruf ist Coach und deswegen habe ich das Ganze gemacht. Und mittlerweile ist daraus eben auch ein ganzes Unternehmen geworden. Ja, deswegen nehme ich einmal kurz mit zu uns, einfach ins Büro. Weil, ich sag mal so, es ist einfach, es ist für mich, meine YouTube-Videos machen mir extrem viel Spaß, ja, sonst hätte ich nicht so viele, aufgenommen, aber für mich war meine ganz, ganz große Leidenschaft eigentlich immer wirklich das Coachen selbst, ja, wirklich individuell mit Menschen zusammenzuarbeiten und halt wirklich auch zu verstehen, okay, was sind denn die individuellen Probleme irgendwie von einer Person und wie kann ich ja auch im 1:1 weiterhelfen. Ich kann ja auf YouTube, kann ich ja nur verallgemeinerte Tipps weitergeben, aber keine, nicht auf eine Person eingehen, ja, und jetzt, keine Ahnung, Max, du kannst ja auch gerne mal ein bisschen rumfilmen, ist hier zum Beispiel einfach unser Büro. Und können auch einmal kurz hier dann kurz hier hinter zeigen. Jetzt wichtig ist noch Küche und Toilette drin. Da habt ihr noch eine, da ist noch ein weiterer Bereich. Hier sind auch noch weitere Mitarbeiter. Und wie ihr seht, so das Ganze ist einfach sehr, sehr stark gewachsen. Was mir auch sehr wichtig ist, dass ihr versteht, es bin nicht mehr nur ich. Ja, natürlich kommen die Videos alle noch von mir. Es kommen alle Coachings werden noch von mir durchgeführt. All diese Sachen bleiben, ja. Aber es ist einfach mittlerweile viel, viel mehr geworden. Und mir ist einfach wichtig, dass ihr auch versteht, dass das, was wir sind, auch der YouTube-Kanal und so weiter, das ist nicht mehr nur Leo, ja, sondern es ist wirklich einfach ein Unternehmen, was dahinter steht. Natürlich führe ich dieses Unternehmen, aber gleichzeitig ist es einfach auch, haben wir mittlerweile auch einen anderen Anspruch. Ja, früher war es cool, ich habe beispielsweise früher auch schon allein diese Reisen gemacht, hatte da auch schon ein Team, aber auch da, das waren alle Leute, die sich einfach auf freiwilliger Basis mich unterstützt haben. Ja, mittlerweile jede Person, die hier arbeitet, bekommt dadurch ihr Leben finanziert. Ja, für viele von euch ist zum Beispiel auch, waren immer auch Fragen, so wie viel kostet das Coaching überhaupt was und so weiter. Und da kann ich ganz klar sagen, ja. Ja, weil wir können, manche denken, dass ich zum Beispiel auch Geld über YouTube verdiene. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe noch nie irgendein Video mit auch nur einem Cent monetarisiert. Ja, alle YouTube-Videos waren immer komplett kostenlos. Ich habe auch nie einen Cent von YouTube dafür bekommen. Sondern, was mir immer wichtig war, ist,
ich wollte, und das ist das, was wir gerade auch tun, einfach das bestmögliche Coaching aufbauen, was eben Oberstufenschülern hilft, einfach ein sehr gutes Abitur zu erreichen, das auf eine stressfreie Art und Weise. Und das kann ich zwar selbst coachen, ja, aber ich kann das nicht alleine schaffen, das alles einfach nur selbst zu machen. Deswegen haben wir jetzt einfach ein festes Büro, wir haben feste Mitarbeiter und all diese Dinge. Und da ist mir wichtig, dass ihr auch versteht, wie sehr ich mich auch in dieser Zeit weiterentwickelt habe. Ja, ich werde immer der Leo bleiben und ich werde immer euer Coach sein, aber mittlerweile haben sich einfach hinter den Kulissen einfach auch so viele Dinge getan, weswegen es für euch einfach auch wichtig ist, nicht nur mich nicht mehr als der Leo, der an seinem Schreibtisch sitzt, zu sehen, sondern der Leo, der wirklich einfach ein Coaching-Unternehmen auch führt, weil es mir zum Beispiel auch wichtig ist, auch dieses individuelle Coaching, was wir machen. Ja, das ist schon super geil und das hilft auch so vielen Leuten, die da als Teilnehmer dabei sind. Nur kann ich auch als Coach eine beschränkte Anzahl an Personen aufnehmen. Das heißt, wir werden auch planen, in Zukunft weitere Coaches auszubilden, die mein Wissen nehmen, meine Methoden, aber dann genauso individuell wie ich, nur dadurch, dass es mehrere Personen sind, noch mehr Leute betreuen können, weil wir auch so quasi das, was individuell bei wenigen Menschen gerade schon so gut funktioniert, dann nochmal auf viel mehr weitere Personen ausweiten. Und da wollte ich einfach nur mal ein Update geben, wie das bei uns hier mittlerweile auch alles abläuft und auch, dass zum Beispiel gerade dadurch auch die YouTube-Views in Zukunft einfach viel geiler werden. Ja? Maxi zum Beispiel jetzt, ihre einzige Aufgabe ist hier, dass YouTube und Instagram mega geil aussieht, dass wir da geilen Content machen. Und genau darum werden wir uns eben auch für euch jetzt darum kümmern. Dementsprechend, wenn ihr auch da irgendwelche Anregungen habt, in welche Richtung ihr spannend findet, wenn sich die YouTube-Kanäle oder auch der Instagram-Kanal dann dementsprechend auch weiterentwickeln würde, dann sehr, sehr gerne auch in die Kommentare und schreibt mir gerne auch ansonsten in die Kommentare, wie ihr die ganze Entwicklung seht. Wie lange ihr vielleicht auch schon dabei seid, ja, ein paar von euch kenne ich auch mit dem Namen, gerade von den ganz früheren, sehr, sehr gut, schreibt mir das gerne in die Kommentare und ja, das so viel zu meinem Update-Video, ansonsten denkt dran, ich glaube an dich, wir übersehen uns im nächsten Video, dein Leo.